Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu Rust. Ja, wie ihr seht, mich gerade gekillt. Ist hier aufgewacht. Nehmen wir einen Bogen mit. Hatchet. Kann man wieder die ganze Nacht rumrennen. So. Nehmen wir die auch mal. Dann nehmen wir die mit. HP, komm, ich esse noch ein Fleisch, noch zwei. So, eine Bandage reinknallen. Gut, wie gesagt, wir gucken uns jetzt hier nochmal die Basen da eben kurz an. Hier laufen sämtliche Tiere rum. Ihr seht, voll neblig. Wir haben ihn hier mit seinen Fallen. Kommt aber eigentlich nicht in Frage. Na super, jetzt kann ich mich gleich noch niemals killen, oder was? Unglaublich, ne? Hier, wir haben diese Base. Der hat ja jetzt auf jeden Fall wieder weitergemacht, der Typ. Ja, ist ja Bugbase, wie ihr seht hier. Hier dasselbe. Hat das sogar eine Dachluke, ja? Da hinten ist sie zu. Ja, wahrscheinlich, wenn er ganz fertig ist, ist er ganz zu, dass man es gar nicht mehr erkennt. Ja. Ist mir definitiv zu buggy. Dann hatten wir da hinten ja noch zwei. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal durch zwei Türen durch. Um überhaupt an die Base zu kommen. Gut, soll ja auch nicht das Problem sein. Dann haben wir noch ihn hier. Online. Eine Tür oder was? Ja. Würde ich mich hier einfach hier hinten ansetzen, hier so. Hier auf die Naht. Vier Wände weg. Na, Glück hast, ist schon da der Dingens Bauschal, sonst müsste es ja nochmal vier machen. Machen. Aber es ist, glaube ich, nur zwei hoch, oder? Drei hoch sind dann die Fenster. Also wird nur ein Bauschrank sein.
Ja. Da ist es auch eine Base, oder ist das jetzt... Ja, das sieht aus wie eine Base. Kennt man nicht hier im Nebel. Ohne Fernglas. Wir gehen mal eben hin. Der Bauplan ist gerade fertig. Eins, naja, bis zwei hoch. Ja, das sind die Optionen. Wie gesagt, 12 Raketen. Das ist ein Bär. Und die 210 Schuss, also 3. Naja, man kommt darauf an, wie man die Raketen einsetzt. Also ich habe jetzt auch nochmal... Ich habe die kleine Base da nochmal die Holztür weggebrannt. Da war noch ein bisschen so vorhinter. Ich noch mitgenommen. Also brennt nochmal 600, 700 habe ich noch. 1000 sind nochmal 500 Schießpulver. Der ist auch voll aktiv hier. Die Mauern haben noch gar nichts weg. Sogar auch ein Tor. Muss natürlich auch mit rechnen, dass wenn wir das jetzt durchziehen, dass jemand kommt, ne? Eine Amore-Tür. Ja, das wären schon 8 Raketen, um überhaupt hier durch und durch die Amore-Tür zu kommen. Was ist jetzt, Junge? Haust du ab wieder? Natürlich nicht. Ich wollte eigentlich gar nicht zurück zur Base. Aber jetzt mit den Rohren und so. Naja, bauen wir mal ab. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir haben die beiden Optionen. Das erste, also die hier. Oder die Metallbase da hinten. Also hier wäre die Sache klar, hier müsste man direkt auf die Wände gehen. Ganz schön verwinkelt, ey. Tja. Ja, ich habe mal überlegt, jetzt nochmal zu warten, bis wir vielleicht nochmal 2 C4 haben oder sowas. Nur wie gesagt, heute ist Samstag, heute kann ich erst wieder heute Abend ein bisschen spielen. Das bedeutet, ich denke mal, spätestens Montag wird der gevibed. Da gehe ich mal von aus. Vielleicht auch schon Sonntag. Kann mich natürlich jetzt auch täuschen. Das ist dann natürlich meine Schuld. Aber wie gesagt, was soll ich jetzt noch... Was ist das denn hier? Achso, die komische Bugbase. Wenn ich jetzt noch warte, dann kann ich vielleicht... Ja, vielleicht Samstagabend... Nacht den Raid machen und dann ist er Sonntag vielleicht schon dicht, der Server. Ja, oder die haben wir natürlich auch noch. Ja. So, das ist jetzt die Überlegung. Ich halte jetzt Raider und wir gehen mal davon aus, es wird ein Erfolg.
Und wir kriegen genug Sulfur raus. Können wir nochmal rein. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ich nehme die Metallbase, komme damit sogar nur mit 4-8 Raketen aus und hole ja genug Sulfur raus. Oder vielleicht auch schon Cheesepulver, was fertig ist. Könnte sofort nochmal 4 Raketen craften. Könnten wir die Base da gleich auch noch hinterherlegen. So. Man weiß aber nicht, wie viele Türen da innen sind. Kann natürlich auch sein, dass man gar nicht weiterkommt. Alles weg. Alles weg ist. Dann hätte ich aber die Chance zu sagen. Ja, ich farm nochmal. Bei mir auf der Insel, da liegen ja immer recht. Ob ich das 2-3 Mal am Tag mache. 10 Sulfursteine pro Runde. Sind wieder 6000 Sulfur. Ja, ich muss jetzt rüberschwimmen heute, es tut mir leid. 3 Rohre, ich habe ein Rohr noch liegen, das wären wieder 2 Raketen. Ach so, das können wir alles hier lassen. Eigentlich wollte ich hier wieder Selbstmord machen, drüben spawnen. Kann ich das nämlich auch noch mitnehmen? Aber die 3 Rohre sind mir dann doch jetzt ein bisschen wichtiger. Dauert ja auch nicht so lange, das rüberschwimmen. Wie gesagt, da könnte er jetzt floppen. Dann hätten wir halt nochmal die Chance. Ich könnte nochmal sagen, jo, scheiß drauf. Wir haben noch Bock. Wie gesagt, kommt darauf an, wie lange der Server hält. Wenn der auf einmal bis Montag steht, können wir selbst, wenn der heute fehlt, der Wait. Steht da einer? Nee, oder? Palme. Können wir auf jeden Fall nochmal rain. Weil hier ein bisschen Farm und wie hab gesagt, da stehen auch genug kleine Butzen, die man da nochmal versuchen kann. Man muss ja da nicht wieder auf Raketen gehen. Und wenn es ein Erfolg wird, können wir auf jeden Fall nochmal heute Abend rain. So, das sind die. Das habe ich mir überlegt, besser jetzt den Versuch machen. Besser wäre natürlich, wenn wir noch 2 C4 hätten. Aber das kriege ich nicht mehr hin. Dieser Sofa müsste jetzt durch sein. Mal schauen. Außerdem ist jetzt gerade tote Hose hier auf dem Server. Wir haben aber auch 6.20 Uhr morgens. Ist der Erfolg natürlich höher, dass wir Ruhe haben. Obwohl ich trotzdem denke, dass einer kommen wird. Das ist halt die Frage, was wir machen. Ja, bis wir zu Hause sind, können wir es uns überlegen. Könnt ihr mal, wenn ihr Lust habt, mir in die Kommentare schreiben, welche ihr gewählt hättet. Ob die oder die hinten die Metallbase. Aber normal spielt das keine Rolle bei der Metallbase. Dass das Metall ist, da brauchst du auch nur 4 Raketen. Du warst zumindest mal. Das sind auch nur 4 Ecke. Da weißt du Bescheid. Zack, zack, du haust 4 Wände weg. Weißt du, du bist im ersten Kern. Dahinter werden nochmal 4 sein. Also um an den Bauschrank zu kommen, werde ich wahrscheinlich 8 Raketen brauchen. Bei beiden Basen. Ja, hier wahrscheinlich sogar 12, damit seinen 3 Ecken. Und hast du nicht gesehen. Da kannst du extremes Pech haben. Kannst aber auch Glück haben, bist drin und, ne? Man weiß es halt nicht. Aber bei beiden Bars nicht. Aber da hinten ist halt. Der Bug da rum. 4 Ecke. Das Beste wäre, ich könnte eine Rakete machen jetzt. Noch. Oh ja, können wir mal eben wieder. Dann würde ich nämlich die Tür erstmal wegmachen. Das sah ja doch ziemlich hohl aus. Das sah nicht so aus, als ob da noch 200 Türen drin wären.
Ist nämlich mit einer Rakete weg. Aber die würde uns dann natürlich fehlen. So, er brennt noch. Ich schau mal eben fix. Zack. Fünf waren es sogar. Ja. 150 Schießpulver brauchen wir so. Wie viel so viel brauchen wir so? Gar nichts, Schießpulver. Da können wir erstmal alles in Schieß machen. Nee, hier vielleicht. Da braucht man was, ne? Ja, 100. Gut, die brennen ja sogar noch. Können wir also hier mal komplett Schießpulver machen. 690, 7800. Das reicht. Kostet ja nur 500. Gut, dann machen wir das. Risiko. Ja, 16 Minuten. Ihr seid dann live dabei bei der Vorbereitung. Müsst ihr jetzt durch. Aber dann seht ihr das auch mal. Habe ich ja auch noch nicht gezeigt. Ich weiß auch gar nicht, ob ein Raketenwerfer reicht. Ach, Leute. Ob der so viele Raketen abfeuern kann oder ob er vorher kaputt ist. Gute Frage, ne? Ich hatte das mal ausprobiert. Zweiter kostet 100 High-Quality-Metall. Wahrscheinlich habe ich auch gleich das Glück, dass dann gerade noch der Heli noch ankommt. So, schon abbrechen. So. Brennstoff. Zehn. Können trotzdem mal mitnehmen. Ich habe drüben den Ofen angemacht, da brennt also Metallfragmente. Ich überlege, weil wir den Raketenwerfer zur Not reparieren müssen. Obwohl, aber der soll ja 12 Raketen abfeuern können, oder nicht? 13 halt. Naja, ich denke mal ja. Vorstellen, dass er noch 6 kaputt ist oder was. Ich guck noch mal, was brauchen wir denn für ein C4? 10 oder 20, ne? Sprengstoff. Ja. Naja, dann bleiben wir bei der Rakete. Zwei Rohre. Brauchen wir noch. Wir können uns aber auch noch, ich weiß gar nicht, ob das noch geht. Obwohl, kosten auch Rohre, ne? Oder haben sie das geändert? Und zwar der Hammer hier. Ja, kostet noch ein Metallrohr. Damit kriegst du 10 Schadenspunkte an der Dingens Blechtür.
vor kaputt ist. Dann kannst du noch reparieren und ne? So, mal getestet gehabt. So. Haben wir 13 Raketen. Komm, ist gut. Nehmen wir den Rest noch eben. Ich würde den Rest in explosive Munition noch reinballern. Komm, ich nehme sie beide mit. So. Und wir nehmen natürlich dafür die AK mit. Ich überlege gerade, die Schrotflinte brauchen wir. Obwohl, wir können sie mitnehmen mit der roten Munition. Normal brauchst du sie nicht, wenn du die AK mit hast. Komm, dann nehmen wir sie alle. Was essen. Ja, und dann geht der Nervenkitzel schon los, ne? Die Frage, ob wir überhaupt erstmal heile hinkommen. So, das ist fertig. Ach, jetzt habe ich... dumm. So viel dann dazu. Ja, ich hoffe, da wie gesagt, der Raketenwerfer reicht aus. Spritzen. Eine Tür und ein Codelock habe ich sogar noch drüben. Für Muni haben wir. Ist auch okay. Flammenwerfer für alle Fälle, jo. Bauplan Hammer. Oh Gott, komm, wir können es von hier mitnehmen. Müssen wir zwar in der anderen. Oh, Nebel ist auch weg, super. Müssen wir eigentlich auch noch drüben haben in der Base. Ein paar Steine haben wir da, Holz haben wir da. Ja. Nehmen wir eben ein bisschen Holz und Stein mit aus der Base. Und dann gehen wir natürlich direkt weiter zu der anderen Base, die näher dran ist. Und wie gesagt, wir machen dann, ich mache dann erstmal die eine Tür weg. Erstens merken wir dann schon mal, ob jemand kommt bei einer Rakete. Nehmen auch erstmal nur die eine mit, den Rest packen wir da erstmal in die Butze rein. Dann warten wir kurz, ob jemand kommt. Und auf jeden Fall können wir es dann besser einschätzen. Sei denn da ist sofort noch nochmal eine Tür hinter, dass wir gar nichts sehen. Das kann natürlich sein. Aber ich dachte, Luca war ja schon außen, im Außenring. Zweite oder dritte. Könnte eventuell Verschwendung sein, die Rakete, aber wir machen es einfach mal. Wie gesagt, eine Blechtür ist eine Rakete und 6 Schuss explosive Munition. Können wir auch schon mal einladen hier eigentlich.
Ja, da bin ich doch schon aufgeregt jetzt. Sonne geht unter. Soll uns erstmal nicht jucken. Also die eine Rakete werden wir auf jeden Fall noch draufsetzen. Ja, ich mache die Tür auch weg, um zu sehen. Kann auch sein, dass sie schon gewertet ist, die Bude. Weil ihr habt gesehen, ist schon am Zerfallen. Also der ist auf jeden Fall inaktiv. So, bedeutet, es könnte sein, dass sie gewertet wurde. Und derjenige, der gewertet hat, hat einfach eine Blechtür gesetzt. Das werden wir gleich sehen. Aber dann wäre wahrscheinlich die Dachluke weg gewesen. Ja, ihr seht, ihn habe ich da, ne? Ich habe ihn aber auch leben lassen. Der liegt da nämlich drinnen wieder. Ja, ihr seht, ich habe hier ein bisschen umgebaut. Stein nehmen wir mit. Holz nehmen wir mit. Nehmen wir ruhig 2K-Stein mit. Nehmen wir mal eine Kiste. Ein bisschen Stoff noch. Ne, nehme ich lieber das mit für... 8 Stück. Ja, sollte reichen. Nehmen wir ein paar Metallfragmente mit. Da hatte ich doch keine Tür mehr hier. Doch, da eine Tür haben wir schon mal. Gut, dann können wir den Bauplan gleich neu machen. Headshot können wir uns zur Not auch da hinten machen. Die Steinmauer will ich noch ganz gern mitnehmen. Könnte man nämlich schon als Dev setzen. Habe ich eigentlich noch die anderen hier? Nee. Gut, können wir uns aber auch noch craften da hinten nehmen. Ja. Ja, ich bin auch doof. Ich hätte den Bauschrank hier, wo ich hier weitergebaut habe, hätte einbauen sollen. Gut, Konzentration. Wenn es jetzt einer tötet, hat der einen Jackpot. Und was für ein. Deswegen auf dem, wenn der Server hier voll wäre mit 60, 70, 80 Leuten, hätte ich das auch nicht gemacht. Dann hätte ich die Bude da vorne gewählt, hier bei uns. Weil da brauche ich nur einmal rüberschwimmen, da werde ich direkt an meiner Base. Hätte eingelagert. Ich hätte hier auch mal die Amore-Tür mitnehmen sollen. Hätte da erstmal in unsere Base gesetzt. Aber egal. Wie gesagt, hier muss ja schon weit rennen und da vorne, der ist auf jeden Fall aktiv. Da hinten, der war ja auf dem Dach auch noch. Deswegen ist das schon ganz schlau, dass wir erstmal eine Rakete reinknallen. Und mal schauen, ob wer kommt. Na gut, sollte es jetzt ein Fail werden. Ist es halt so, ne? Wir haben es aber auf jeden Fall versucht. So, ich guck gerade, wo war jetzt die Metallbase? Gehe ich in die Base rein oder? Welche Base hatten wir denn noch eingenommen? Die nicht, oder? Ne, die da oben. Da ist die Metallbase. Ja, ist eigentlich auch egal, in welche wir gehen. Können wir auch hier in die kleine gehen. Wir werden schon mal Platz machen.
ganzen Scheiß hier weghauen. Lass ich mal, haben wir ein Lagerfeuer hier. Ach, kann ich ja nicht. Gut. Ich hätte auch vielleicht noch mal eine Dingens mitnehmen sollen. Noch eine halbautomatische. Falls wir einmal sterben sollten. Aber dann lasse ich die Sch. Naja, da hätte ich die grüne Munition mitnehmen sollen für die Schrotflinte. Na. Dumm gelaufen. Lass trotzdem hier dann erstmal. Ja gut, zur Not haben wir ja je noch eine mit Schalldämpfer. Picke brauchen wir jetzt auch nicht. Die nehmen wir mal mit. Spritzen packen wir uns mal so ein. Machen wir so. Wie gesagt, machen erstmal nur die eine Rakete. Dann reichen auch die 16 Schuss. Aber gut, 32 Minuten haben wir, Leute. Ich werde jetzt hier einen Cut machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum Raid. Ciao.